Hallo und herzlich willkommen zurück zu Mount & Blade 2 Bannerlord und unserer zweiten Staffel mit der bereits 41. Folge, heute am 22.11.2020 vorproduziert für euch und dementsprechend mit der Version 1.5.4, auch dementsprechend von Rastgemüt die Deutschmod auf derselben Spielversion kompatibel. Ich befinde mich jetzt gerade hier in den Optionen, denn der liebe Jan Supply oder Jan Supply, ich weiß nicht, wie man dich ausspricht, du hast mir gerade eben noch vor 2 Stunden ein Kommentar unter der 34. Folge geschrieben. Herzlichen Dank dafür. Das war sehr hilfreich, denn er hat mir geschrieben, guck mal da, Kampagnenoption. Ich Depp. Ich habe die immer hier gesucht wie ein Weltmeister. Da kann ich sie natürlich nicht finden. Deswegen hauen wir da jetzt, nachdem ich mich aber natürlich noch bei dem 45. Herz bedankt habe, und zwar bei Happy 15 oder 15th geschrieben, hat nämlich am 6.10.2019 ein Abo dagelassen. Herzlichen Dank dafür. Du warst Herz Nummer 44. So, jetzt aber hier, Kampagnenoptionen. Ich werde auch starten mit dem Timer. Ist noch ein bisschen eilig, ich muss noch Anno 1602 aufnehmen und danach sehr, sehr gerne bei Kaiji in dem Livestream mal reinschnuppern. So, Schaden an eigenen Einheiten, 2/3. Schaden an befreundeten Einheiten, befreundeten Truppen, also. Achso, bei Verbündeten, okay. Schaden an Spielcharakter, hau Rinderzeug. KI-Schwierigkeitsgrad im Kampf normal, das wollte ich so haben. Rekrutierungsschwierigkeit, einfach realistisch. Machen wir realistisch. Weil ich möchte behaupten, das gilt auch für die anderen, ne? Du benötigst bessere Beziehungen zu den Einwohnern, zum Zugang zu all ihren Truppen zu erhalten. Ach so, okay. Na gut, ist okay. Bewegungsgeschwindigkeit auf der Karte. Machen wir auch realistisch. Wir machen keinen Permatod. Möchte ich nicht. Vor allem nicht, wenn unsere Tochter noch nicht mal erwachsen ist. Ich denke, wir lassen es erstmal so, wenn ich merke, okay, der Kampf ist immer noch zu leicht. Vor allem, wenn ich später eine bessere Rüstung habe, stelle ich es nochmal höher. Und dann sage ich jetzt, fertig. Ich habe auch gerade gesehen, da hätte man sogar noch Tutorial machen können. Gut zu wissen. Vielleicht ist das sogar eine Möglichkeit, einen Bug rauszuhauen, indem man das Tutorial nochmal zurücksetzt, dass man das Tutorial nochmal machen kann. Möglich, ich weiß es nicht. Aber nicht, dass man dann die Kampagne neu anfängt. Das wäre auch wieder blöd, ne? Gut, also zurück zum Spiel. Quatsch, ich werde nochmal speichern, weil ich das mich schon lange nicht mehr gemacht habe. Ich habe mich gerade noch ein paar Kommentare beantwortet zwischendurch, mein kleines Päuschen zwischendurch gemacht. So, wir haben letztens in der Hoffnung, Schafe zu plündern, auch dieses Dorf hier, Alostan, geplündert. Es waren zwar keine Schafe dabei, aber wir hatten sehr, sehr schöne Einnahmen erzielt. Ich werde nochmal kurz nach Garland reisen und schon mal die ganzen Güter verkaufen. Autosave, ja. Oder der Sturgeher wurde von Batania gefangen genommen. Oswin, der Sturgeher, wurde von Batania gefangen genommen. Oder jetzt schon ordentlich ab da vorne an der Front irgendwo, wa? Und du bist jetzt hier ein Söldner der Plündererjagd, oder was machst du? Nee, der patrouilliert tatsächlich. Der ist wirklich als Söldner angeworben, um zu patrouillieren. Auch sehr interessant. Wie sieht's hier aus? Plus 111, wenn jetzt schon erwartet. Nice. Wenn wir dann noch von den Batanien Tribut bekommen später, dann holla die Waldweh. So, Handel. Habt da ein paar Güter für euch. Ihr habt noch 10.000 für mich. Das ist auch sehr schön. Ist ja kostenlos hier eingekauft, mehr oder weniger. Das lag da einfach rum. Die wollten es nicht mehr haben. Die haben nur rumgebrüllt und Waffen geschwungen. Kann ich ja auch nicht für, ne? Oh, kann ich gerade schmelzen und schmieden? Wartet mal. Es würde gehen. Achso, ja klar, hier steht's ja. 30%. Zack. Schmelzen. Schmelzen. Jetzt kann ich nicht mehr schmelzen. Darf ich noch verfeinern? Leider nicht mehr. Muss ich aber mal demnächst wieder. Wir haben sehr viel Hartholz. Das werde ich aber mal nicht einkaufen. Verkaufen und einkaufen. Solange ich es jetzt noch habe, möchte ich es halt behalten. Aber wir können hier wieder ein bisschen reduzieren. So. Auch nochmal 4 raus. Mein Ziel ist es, von diesen ganzen Eisen- und Stahldingern immer so um die 15 auf Vorrat zu haben. So dass ich dann später immer schön vernünftig schmieden kann, wenn ich mal irgendwie dringend was brauche oder mal ein bisschen skillen möchte, was auch immer. Boah, das ist so krass, ne? Die Oliven haben jetzt richtig schön unsere Nahrung wieder angehoben. Und Fisch und Getreide, Butter, Käse war auch dabei. Richtig, richtig hübsch. Achso, und dann kann ich den Kladderadatsch noch verkaufen. Fertig. Taverne. Ist denn jemand da? Nein. Aber Gefangene können wir verkaufen. Oh, kann man danach rekrutieren. Sehr schön. Hier, Batania.
Batania werde ich jetzt nicht gegen die Batania in die Schlacht führen, denn A, laut den ganzen Patchnotes soll das einen Moralabzug geben, zumindest in den Kampf, und B, fände ich es auch moralisch nicht vertretbar, ehrlich gesagt. So, noch irgendwas von denen hier? Nee. Ja, nochmal 1800, why not? Sind wir wieder über unsere 40.000 drüber hinweg. So, aber ich denke, ich werde jetzt hier hinten weitermachen. So lange, bis ich dann hoffentlich die Schafe bekommen habe. Jetzt sind hier Schweine, mal gucken. Uns fehlen aber bloß noch 5 Schafe. Und dann können wir wenigstens die Mission erfüllen. Und wenn ich die Mission erfüllt habe, schließe ich mich unter einer Armee an. Ach so, ja, er hat sich doch der Armee angeschlossen. Jetzt war ich gerade erschrocken. Was ist mit ihm schon wieder los? Was macht er da? Jetzt steht hier, er würde eine Festung angreifen oder er ist einer Festung. Und das war gerade die Meldung da oben, die konnte ich gar nicht so schnell lesen. Da würde ich mir noch wünschen, dass die halt so lange da stehen bleibt, bis ich hier wegklicke. So ähnlich wie bei Crusader Kings 3. Oder auch 2. er hat sich ja dieser Armee angeschlossen von, keine Ahnung wem. Und die wiederum greift gerade die Festung an und deswegen steht da jetzt bei mir als Meldung, er greift die Festung an. Was nicht ganz der Wahrheit entspricht, aber gut. Da steht hier, ich hätte 163 minus. Schauen wir mal. Aber gut, es kann durchaus sein, dass es doch so ist, weil unsere Dörfer ja geplündert wurden. Wo ist denn Denin? Wird hier gar nicht mehr aufgelistet, wa? Moment. Die Liste ist zu kurz. Warte, wenn ich Alt drücke? Nee, dann auch nicht. Keine Ahnung. Gut. Wir suchen weiter. Nach Schafen noch. 5 Schafe brauchen wir noch. Die klauen wir jetzt einfach von den Bataniern. Prindor hat Medizin weiter. Warum kriegt er ständig Medizin, wenn er Speer ist und nicht Chirurg? So, ihr habt keine Schafe da. Nicht doof. Ich will jetzt aber auch nicht jedes Mal plündern, weil die Zeit zieht ja auch ins Land. Nur noch 21 Tage. Außerdem haben wir ja auch noch einen Krieg zu schlagen, ne? Gibt's Kühe? Lehm? Lehm. Ich guck mal bei den Kühen hier. Vielleicht haben wir da ein bisschen Glück. Nein, Prindor wurde gefangen genommen. Och nö. Das gibt's doch jetzt nicht. Jetzt haben die Prindor gefangen genommen. Sag mal, ist doch nicht euer Ernst. Fintolk. War doch hier irgendwo. Hier. Flintholk, so rum. Und da wurden die jetzt niedergemetzelt, oder was? Das heißt, wir müssten doch jetzt eine Armee weniger haben. 2. Alter, was? Jautschen! Uff, da. 16 Gefangene. Da wird doch der Batania seine komplette Streitmacht angeführt haben. Alter Schwede. Ey, komm gleich, ich kauf bloß noch 5 Schafe ein. Stell dir vor, dann sagst du dann König. Der dreht dir den Kopf ab, Alter. So, hier, Kühe. Da, wo Kühe sind, könnten auch Schafe sein, oder? Oh, 803 verdient. Ja, klar, jetzt haben wir 60 Mann weniger. Ein Schaf. Und viel zu teuer, Alter. Nee. Wie wollt's wissen? 98 Bauern? Milizen. Ich weiß, nicht Bauern. Was macht ihr denn da vorne? Kommt mal zurück, Mann. Hier vorne hin. Das ist eine sehr, sehr schöne Position, muss ich ja mal gestehen. Hört mal auf zu drängen, Männer.
macht ihr denn da, sag mal? Ah, da kommen sie ja schon. Ach, Mensch, du blöder Honk, ey. Das war eine Sperrmiliz. Das war eine Sperrmiliz. Das war eine Sperrmiliz. Das war ein Schild. Okay. Ich will mitmachen! Lass mich durch! Da kommt meiner. Ei, 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 nicht alle rein. Hey, ihr kommt alle dran, nicht drängeln. Siehst du? Ich sag doch, ihr kommt dran. Ihr müsst nur nicht drängeln. Gar nicht mal so dämlich gewesen von ihm. Ist das jetzt eigentlich sadistisch? Oder schon Bug-Using? Ich weiß nicht. Ah, Glück gehabt, du Hund. Oder hinter den Hügel geschossen? Schade. Na gut, komm. Was? Ich habe zwei Tote zu beklagen, nicht dein Ernst. Ein Speerträger und ein schwerer Speerträger. Hm. Na gut, wir haben jetzt neue Einstellungen drin, ne? Jetzt sieht die Geschichte schon mal ganz anders aus hier, liebe Leute. Jetzt machen auch ein paar Sperrmilizen ein bisschen Aua weh. Ja, nehmen wir mehr Schilde mit auf hier. Drei Tote, das heißt, ich werde mal... Ne, ich nehme mal jetzt gleich die drei sturgischen Krieger hier mit auf. Die nehmen wir hier, fangen die Batania, die werden dann verkauft. Hä? Okay. Okay, was habt ihr gehabt? Was? Achso, nee, wir plündern ja erst noch. Na, da gibt's da aber immer keine Schafe, habe ich das Gefühl, dass sie generell nicht kommen. Was erwarte ich hier? Ich habe gerade ein Bauerndorf geplündert. Obwohl, ja, nee, zersplittert, zerbrochen, zersplittert. Ja. Musst halt schon Geld in der Hand nehmen, wenn du vernünftige Waffen haben willst, ne? So. Weiter. Jetzt kriegt die Waren. 50 Getreide ist nicht zu verachten. 50 Getreide bringen uns eine ganze Zeit lang noch über die Runden. Macht das eigentlich Sinn, vorher den Angriff zu machen? Hat da einer eine Ahnung von euch? Nee. Ist eigentlich wurscht. Ja, doch, doch, es macht Sinn. Ich habe jetzt erstmal so das Zeug gekriegt. Ach, hier gibt es doch Tiere. Maultier, Schwein. Oh. Moin. Dach. Altfit? Ha? Ich bin Kaladok, Hochkönig der Batania. Was, der König selbst? Ich bin Lord von Marunat, Sagot und Jakulan. Du bist bald tot. Hoffe ich. Was führt denn der in die Schlacht? 17 Kavalleristen, 161 Infanteristen, 33 Fährkampf? Geht, geht. Ich meine, wir haben 25 Fährkampf, 76 Infanterie und 21 Kavallerie. Wir sind ihm eigentlich überlegen. Nur seine Infanterie, da muss man aufpassen jetzt. Jetzt machen die auch mehr Schaden, ne? Aber wenn wir jetzt den König gefangen nehmen, ich kenne euren Namen. Ihr habt mein Dorf bei Inwif angegriffen. Oh, ich werde nicht so tun, als hätten meine Männer nicht auch etwas Spaß gehabt. Hätten? Auch etwas Spaß gehabt? Was? Ich werde nicht so tun, als hätten meine Männer nicht auch etwas Spaß gehabt. Einen hätten zu viel, wenn ich euer Dorf besucht hätte. Aber als Beschützer meiner Untergebenen habe ich eine gewisse Verpflichtung, sie ein bisschen zu rächen. Bitte nehmt das nicht persönlich. Sag mal, mag der mich? Nee, minus 18 haben wir. Nee, ist okay, ich nehm's nicht persönlich, aber ich hack dir trotzdem den Kopf ab, okay? Was passiert eigentlich, wenn ich dem König den Kopf abhacke von der Fraktion? Geht das überhaupt? Ihr seid heute unterlegen. Gebt auf. Wenn nicht um euer Selbstwillen, dann denkt an eure Männer. Meine Männer werden dich schon ordentlich verprügeln, du. Ich hoffe, sie werden ihr verprügeln. Wir werden bis zum letzten Blutstropfen kämpfen. Sehr gut. Erwarte keine Gnade. Nö. Mit 72% schaffe ich das noch. Wir haben auch offenes Gelände. Nee, wir haben sogar die
Das Dorf ist doch jetzt das Schlachtfeld, ne? Möchte ich doch meinen. Ja. Das wiederum heißt gleichzeitig, dass wir uns schon mal definitiv da hinten verbarrikadieren. Und zwar genau hier drin. Darf ich nicht? Das ist scheiße. Doch, darf ich. Oh, come on. So. Dann kommt ihr dahin. Ihr kommt da hinter. So. Ich schiffe da jetzt auch noch mit rein. Wenn sie mich denn durchlassen. So. Und dann sollen sie mal kommen. Die haben mich angegriffen. Wir haben definitiv geflankte Schützen. Geschützte Flanken meinte ich natürlich. Ja, moin. Hi. Hallo. Hast du Bonita gesehen? Was habe ich heute für einen komischen Humor? Ich weiß auch nicht. Ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich mich hier selber nicht zu sehr in die Bredouille reinbringe. Die haben jetzt natürlich da oben auch eine erhöhte Position, ne? Also es ist mehr oder weniger, was die Taktierung angeht, eine Pattsituation. Aber wir können die da vorne schön lange aufhalten, während die Bogenschützen hinten draufhauen. Upsa, upsa. Nein. So. Und während ich hier noch versuche, die Flanken zu schleifen. Versuche. Ich sehe nämlich nicht durch das hohe Gras hier. Oh, sieht doch gut aus. Meine Männer halten einfach nur die Stellung jetzt gerade. Warum schlage ich denn diese blöde Wand immer? Wenn den Typen da treffen kann. Oh, der rutscht durch hier. Nappt ihn! Okay, hab ihn schon. Wen oder was treffe ich denn hier überhaupt? Ich sehe echt nicht durch. Warum ist hier so verdammt hohes Gras? Gibt es hier keinen Schuljungen, der auf dem Nachmittag mal ein bisschen Rasen mähen kann? Naja, so eher weniger, ne? Ah, wir machen auch diverse Verluste, aber die Gegner sind schon fast hinüber gerade. Jetzt kommen bloß noch Verstärkungswellen vereinzelte. Kann man einer diesen Reiter auf den Sattel holen? Das ist doch der Chef, ne? Ja, das war, glaube ich, gerade der Chef. Ja, die Zweihandwaffen hier vorne von den Bataniern, die tun weh. So. Gleich haben wir die Flanke hier durch. Oh, daneben geschlagen. So. Ach, jetzt konnte ich die Befehle nicht geben. Verdammt. So, überrollt sie. Sehr fein. So, mal. Hörst du auf mir hinterher zu rennen, Junge? Spinnst wohl. So. Uha, ich sehe gerade, die Hälfte unserer Truppe ist umgefallen. Ich hoffe nur, sie ist nicht tot, sondern einfach nur verletzt. Steht da noch irgendwo was an Gegnern? Nö. Alter, was für ein Gemetzel. Jetzt würde ich gerne mal den Rasen entfernen können. Uff, da. Also sind doch gut Speere reingeflogen in die Gegner und Pfeile. Also es hat funktioniert. Den haben sie dezent in den Boden getreten oder ist das Bärenfell? Ne, den haben sie reingetreten in den Schlamm. Der Schlamm, der natürlich aufgrund dessen entstanden ist, dass der ganze Boden durch blutdurchtränkt war, ne? Ja, die haben wir richtig vermüllt. Aber ich muss gestehen, die haben uns echt fies an den Flanken erwischt. Hier sind viele von meinen Männern, die da liegen. Da liegt mir ein bisschen sehr viel Blau da in der Mitte. 20 Tote, ouch. Moment. Was? Okay. Und? 34 Ruhm, 23 Einfluss. Das hat sich gelohnt. Und wenn wir jetzt noch Glück haben, haben wir Kaladok persönlich gefangen genommen, denn der ist verwundet. Er ist nicht geflohen. Und den nehme ich gefangen. Das ist der König, verdammt. 10.000 Gold. Oh komm, der hat doch bestimmt noch mehr gehabt. Jetzt haben wir 108 Einfluss. Wir könnten jetzt sogar mal langsam eine Richtlinie beantragen.
Du bist jetzt mein Gefangener. Ich bin euch ausgeliefert. Wehe, du haust ab, Alter. Aber die 20 Verluste, die tun schon fett weh, muss ich gestehen. Allerdings können wir ja ein bisschen nachrekrutieren. Ach, das ist eine... Ah, Batania-Miliz, Mist. Kaiserliche, ja, hip her. Gott, wie viel haben wir denn jetzt? Ich kann nicht mehr rechnen. 68, 108 haben wir, okay. 109, 110. 111, 12, ja, wir kommen definitiv nicht auf die volle Anzahl. Da ist Kaladok, der Hund. Nicht alle mitnehmen. Oh, guck mal hier, wir haben auch einige Vlandianer dabei und Kaiserliche. Wir haben jetzt schon 26 drin. Das schlankt nicht, jetzt wo wir so viele Tote haben. Und Verwundete. Werde mich wohl doch mal zurückziehen müssen jetzt. Und noch mit Glück woanders die Schafe kaufen. Aber ein guter Kampf, hat mir gefallen. Ich bin jetzt bloß echt gespannt mit den neuen Schwierigkeitsgrad-Einstellungen. Wie das jetzt in der offenen Feldschlacht aussieht und vor allem gegen eine feindliche Armee. Also so eine richtige Armee. Geumfert auf Level 1? Nö. Na dann hier Level 2. So, zack. Oh, dann würzig Getreide. Die verfolgen mich jetzt, wa? Diese blöden Viecher. Ist nicht zu glauben, ne? Du besiegst einen König. Und da hast du nur so eine zerlumpten Dinger dabei. Ich meine, warum? Das verstehe ich bis heute nicht. Warum gibt es immer nur kaputte Sachen dann? Wenn du eine Armee kaputt haust. Immer nur kaputte Rüstungsteile und kaputte Waffen. Ich meine, du erschießt jemanden von hinten zum Beispiel. Der Typ ist tot. Sein Helm ist aber unbeschädigt. Seine Handschuhe und seine Stiefel hoffentlich auch. Seine Waffen dann auch, weil ich habe doch nicht seine Waffe kaputt geschossen. Macht für mich nicht viel Sinn, ehrlich gesagt. Aber vielleicht sehe ich das auch anders als die Entwickler. Ich weiß es nicht. Oh, hier sind einige gute Armschienen dabei. Du hast schon die 17er, ne? Oh nee, du hast eine 12er? Warum hast du eine 12er? Bin ich doof gewesen, als ich das gemacht habe? Achso, ja klar, das lag ja daran, dass ich hier fast so eine Messing gegeben hätte und das sah halt irgendwie überhaupt nicht passend aus, aber ich achte darauf jetzt nicht mehr. Das ist schwachsinnig, wenn ich darauf achte. Das war schon die einzige gute, schade. Stiefeletten? Ah, okay. Zerbrochene Tatsche. Bolzen sind aber normale Bolzen, ne? Na, ja, die haben wir schon. Wafskis? Ah, ich könnte gerade richtig mich in den Hintern beißen, dass das nicht funktioniert, dass ich von der Entfernung aus sagen konnte, dass die zweite Gruppe, die wir haben, dass die sich in die sichere Festung zurückziehen soll und sich nicht einer Armee anschließen darf. Da fehlt mir noch irgendwie so ein bisschen Gruppenverwaltung. Einfach Meldereiter, Brieftaube, was auch immer, irgendwie die Nachricht an ihn rüberschicken, dass er das nicht machen soll. Oder gleich sagen, ey, ich habe eine Aufgabe für dich, du sollst ihn nur patrouillieren. Sollte Krieg ausbrechen, verbarrikadier dich hinter die Mauern, lass die Plünderer Plünderer sein, Hauptsache du hältst die Stellung. Dass man das so als Verhaltensregel hätte festlegen können. Aber gut, das Leben ist kein Wunschkonzert, wir haben es gesehen. Uff. Da hat das Spiel aber gerade ordentlich geackert hier. Ja, ich würde sagen, wir ziehen uns jetzt zurück. Nehmen wir einen Weg über Blandia. Aber schon, dass wir den König erwischen. Ah, warte mal, halt, Moment. König. Oh. Ja, Pferde. Streitrösser. Hm. Das ist wieder dieser blöde Miliz hier. So, Kumpel, du? Äh?
Bin ich ja mal gespannt. Beziehungsänderung ist natürlich massiver Einbruch dann zu allen Bataniern. Die Hinrichtung eines Gefangenen wird deinen Ruf negativ beeinflussen und deine Beziehung zur Fraktion und dem Clan des Häftlings verringern. Du wirst diese Aktion nicht rückgängig machen können. Bist du sicher, dass du den Gefangenen hinrichten lassen willst? Ja, ihr habt meinen Gefolgsmann gefangen genommen. Außerdem bin ich jetzt sehr gespannt, was passiert mit der Fraktion, wenn der König tot ist. Da habe ich echt null Plan. Außerdem, ey, wir haben so viele freigelassen. Wir haben schon die Merkmale gütig bekommen. Liebe Minderjährige, schaut jetzt bitte weg. Oh. Okay, ihr könnt zurückspulen. Ihr braucht doch nicht wegschauen. Es ist zensiert worden. Kaladoc wurde von Robin Getorix hingerichtet. Da stand es gerade. Hoppla. Bin mit der Axt ausgerutscht. Tut mir leid. Ich bin jetzt echt gespannt, was jetzt passiert, ne? Achso, ja, ich möchte anwenden, klar. Batania. Kann ich jetzt hier natürlich nicht sehen. Jetzt ist Muinzer von einem anderen Clan der Herrscher. Meinung minus 42, hups. Sein Zuhause ist nur eine Festung. Und er hat jetzt alles geerbt, ne? Er hat Marunat, Sargot, Jakulan und die Festungen geerbt. Inwiefern warst du mit dem verwandt oder befreundet, Familie? Gar nicht? Oha. Ach, die waren nur Freunde. Hups. Clan Gryffindor. Und er? Ach so, doch. Ah, okay, das ist dann der neue Clan-Anführer, okay. Ich hätte nicht gedacht, dass man das so einfach machen kann, aber gut. Alter, was für ein grandioser Charakter, ne? Guckt euch diese Werte an. Er ist eigentlich auch großzügig, er hat selten welche hingerichtet. Er ist aber auch hinterhältig, wagemutig an Tapferkeit. Wahrscheinlich, weil er oft genug gegen Überzahlen gekämpft hat. Das heißt, es kann uns dann auch noch passieren, dass wir den Perk bekommen. Oder, das heißt Perk, es ist ja eine Personaleigenschaft oder persönliche Eigenschaft. Und grausam ist doch aber wiederum, dass er keine Gnade hat erweitern lassen, ne? Getötet von uns und wir wiederum haben noch keine Dings bekommen, okay. 33 Jahre alt sind wir bereits. Mein Feind, den wir getötet haben. Was? Das ist ein anderer Brindur. Alter. Ja, ist ein vollkommen anderer, ganz andere Perks. Aber da wäre ich jetzt ausgerastet, weil die nehmen den gefangen und rekrutieren ihn gleich oder was? Wir haben noch Melidir von den Bataniern als Feind. Dann haben wir Ergeron, Mjunser, der neue Anführer, Brindor von den Bataniern. Und sind die alle vom selben Clan? Nee, aber es sind alle Freunde von ihm gewesen, deswegen. Hm. Ups. Ich glaube, das hat wehgetan. Aber ich muss sagen, so im Verhältnis stehend, wir haben 200 vernichtet. Hier ist ja keine Armee mehr übrig geblieben. Wir haben sie vernichtet. Und nur 20 verloren. Ist okay. Halt, ich wollte noch den Weg nach Hause nehmen. Gehen wir über Pravin, dann Oxal und dann können wir vielleicht sogar noch in Rohwald die Schafe abgeben, wenn wir Glück haben. Erstmal Tausi verdient, dadurch, dass wir jetzt 60 Mann weniger da haben. Ich hoffe nur, meine Festungen halten. Nee. Ich glaube, wörtlich ist es der Washback. Jetzt nochmal zusätzlich Krieg. Ach nee, Quatsch ist es nicht. Die nördlichen Kaiserreiche haben uns den Krieg erklärt. Okay. Wie sind die aufgestellt? Oh, könnte gefährlich sein. Aber. Kein Aber. Okay. Müssen wir mal gucken. Och nö! Kannst du noch schnell ausweichen? Ja. Ha, die bricht gerade auseinander, die Armee. wo ist Pravent hin? Da. So. Edgepoo, ich habe euren König getötet. Entschuldigung. Festung Gersigor wird genommen. Achso, Gersigor ist eine, die wir genommen haben. Erobert haben.
Friedenserklärung. Nein. Abstimmung für Gersigor. Ja, lass mal kicken. Godon, Vashorki und Oleg. Pff, mir ist das wurscht. Gib dafür jetzt keine Einflusspunkte aus. Jut. Was ist jetzt hier noch los? Wer möchte da aufsteigen? Niemand? Wer möchte rekrutiert werden? Batania? Nö, 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 nö. Das war schön vergessen. Wir gehen jetzt hier nach Raven, verkaufen da die Batania und die ganzen Güter und so. Und hoffen doch auf ein paar Schafe. 5 Stück wären jetzt noch richtig genial. 3! Ah! Jetzt fehlen mir erst noch 2 Schafe. Ich werde nicht mehr. Wie viel Geld habt ihr? Oh, ihr habt noch gut jetzt. Das finde ich sehr schön. Da kannst du jetzt richtig schön Reibach machen, Robin. Oh ja. Oh ja. 17.000. Das ist geil. Ab in die Taverne. Gefangene. Alles, was batanisch ist. So, batanische Speermilizen. Immer Wächter mit Speer. Reiter. Ausgewählte Krieger. Oh, das waren gute. Falksträger. Wie kam ich denn auf Flachsträger? Ich weiß auch nicht warum. Oh. Oh, aber die kann ich nicht rekrutieren. Wie blöd. Mein Timer meckert gerade, aber es ist mir jetzt gerade egal. Machen wir jetzt noch in Ruhe zu Ende. Dann rekrutieren wir sogar noch ein bisschen was. Und dann nehme ich noch ein bisschen Anno auf für die nächsten paar Tage. Dann gucke ich beim lieben Kaiji vorbei. Wer wissen möchte, wer oder was ein Kaiji ist, schaut doch bitte mal bei mir auf die Kanalübersicht. Da oben sind Kanäle verlinkt, empfohlene Kanäle. Und da steht dann Kaiji, also K-A-Y, großes G, zweimal E. Ein ganz, ganz lieber Typ. So, da war ich letztens mit einigen Zuschauern zusammen, während wir noch im Teamspeak gequatscht haben. Aber bei ihm im Livestream war sehr, sehr angenehm. Hat sich richtig Spaß gemacht wieder. Natürlich wieder sämtliche Wortspiele mit Stuhl waren wieder mit vorhanden. Und wann habe ich so er mitgemacht? Ich weiß selber nicht warum. So. Ist aber auf jeden Fall ein ganz, ganz angenehmer Typ. Was mache ich hier? Ich wollte rekrutieren. Was für ein Riesenunterschied, ne? Zu einer sturgischen Stadt. Nee, da rekrutieren wir direkt in Rowald. Da rekrutieren wir direkt in Rowald. Aber ich mache mal ein bisschen Überlänge. Ja, ich mache ein bisschen Überlänge. Ich gehe jetzt nämlich nochmal nach Oxhall in der Hoffnung, dass wir jetzt ein Schaf noch da haben. 2 Schafe da haben. Ansonsten können wir hier noch kurz ein bisschen abklappern und irgendwie nochmal ein bisschen. Ich will diese verdammten Schafe jetzt endlich haben, damit ich mich mal um diesen Krieg kümmern kann. Hast du Schaf? Du hast kein Schaf. Hast du Truppen? Ah, Vlandianische. Ich möchte mal wieder ein bisschen mehr Dingesbummelsens rekrutieren. Wie heißen sie? Sturgeer. Ihr habt eigentlich nur Lehm, aber vielleicht haben sie auch mal 2 Schafe da. Wenn sie jetzt nicht viel zu teuer sind. Aber ich meine, klar, wir kriegen 4.500, ne? Durch den Handel an sich, den wir hier versucht haben, haben wir ja sogar noch mehrere 10.000 verdient. Da möchte sich jemand mir anschließen. Ein kaiserlicher? Oh, ja, sehr gerne. Danke. Ist meine Ehre, mit ihnen Geschäfte zu machen. Da weiß ich ja noch, in der ersten Staffel haben wir die... Würde ich immer sehr gut gebrauchen können, diese Leute. Die Mans. Oh. Sivu hat sein Spähen auf 150 erweitert. Eieieiei, jetzt geht's aber ab hier, ne? Come on. Gib mir irgendwo ein verdammtes Schaf. 2 Schafe. 2 Schafe. 3 Schafe. 31 Schafe. Kraftzahl lässt grüßen. Auf nach Rowald. Endlich diese verbiebte Mission abgegeben. Hier, Fassbinder. Sprechen. Ach, ich habe wieder Schnellgespräch vergessen. Das ist die Gewohnheit, ne? Na, Kibbertin? Ja, nein? Vielleicht? Mal überlegen. Bitte jetzt keinen Abstoß. Danke. Robin Gedrix, es ist schon eine Weile her. Ja, und du hast 2 Punkte geschrieben. So, dann, was braucht ihr? Wegen der Aufgabe, die du mir gegeben hast. Habt ihr Schaf mitgebracht? Meine Vorräte gehen zur Neige und ich benötige es schon bald. Ich habe, wie vereinbart, 31 Einheiten von Schaf mitgebracht. Der hat mir 5.600 gezahlt?
Es waren 4,5 vereinbart. Hängt das irgendwie mit einem Perk zusammen oder mit Beliebtheit oder wäre da wieder was? Ich bin so dankbar, du hast meine Werkstatt am Laufen gehalten und meine Familie ernährt. Bitte nimm dieses Geld und etwas extra für deine Kosten. Ah! Alle klar. Und die Kosten hängen dann wirklich damit zusammen, was ich wirklich ausgegeben habe oder wie. Also ich hätte jetzt auch so und so viel ausgeben können und der hätte mir dafür, weiß ich nicht, 10.000 gegeben oder so, keine Ahnung. Sehr interessant, sehr interessant. Aber schön, mal wieder eine Mission gemacht zu haben. Wie der läuft, Alter. Ah, so, jetzt noch ganz, ganz schnell den Sibo, bevor ich es wieder vergesse. Sibo, da ist Sibo am Spähen. So, wenn deine Gruppe mehr als 50% Kavallerie hat, nein. Wenn du gegen Banditengruppen kämpfst, hast du plus 5 Kampfmoral, wenn deine Party 10% Vorteil in Autokämpfen gegen Banditen. Nee, deine Party hat, so, Entschuldigung. Ja, Autokämpfe mache ich aber nicht. Was haben wir hier oben noch als Zweite? Erhöht die Gruppengrößenlimit um 5. Achso, warte. Kavallerie ist dann nur für die Sichtweite da. Achso, dass wir halt Spähtrupps hätten dann. Okay, cooles Konzept. Das Gefolge, was man früher hatte, wo man richtig Späher einsetzen konnte, die dann richtig rumgeritten sind und so, und Jäger und alles, das haben sie jetzt über die Perks gelöst. Das ist cool. Nee, Autokämpfe mache ich nicht. Gegen Banditen ist mir eigentlich wurscht. Ich beritt einen Speer. Ist gar nicht mehr so schlecht eigentlich. Vor allem jetzt haben wir noch 5 weitere Männer Platz. Apropos Männer. Weil ich mich bei ihm beliebt gemacht habe, ne? Beziehung minus 7. Beziehung 8. Beziehung 17. Also, weil wir hier über 10 sind, kriegen wir hier schon die hier, oder wie? Ich finde dieses Konzept richtig cool, muss ich gestehen. Aber will ich jetzt vlandianische Armbrustschützen? Eigentlich nicht. Dich wiederum könnte ich zur Vorhut ausbilden. Die Vorhuteinheit ist gar nicht mal so dumm. Gar nicht mal so schlecht, meine ich. So, 3 könnten wir da noch. Passt so. Jetzt habe ich aber eine kräftige Überlänge hier drin. Es tut mir leid an der Stelle. Ihr Lieben, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr sehen wollt, schaut einfach morgen wieder rein. Ciao.